Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. Wir befinden uns hier im Knochenreservoir oder Resultat oder Hotelanlage, ich weiß es nicht. Und wir laufen hier ein bisschen durch die Gegend und hoffen, dass Regi nicht allzu bald krank wird. Weil Regi mag diesen Ort nicht. So, ich möchte aber heute herausfinden, was in diesen hübschen Gebäuden drin ist. Und ob die Digimon vielleicht Angst vor mir haben, was ich cool fände. Welches Level seid ihr denn so? 31, ja, das ist easy. Nicht... Oh Gott, die wollen alle auf mich. Oh Gott, die wollen alle auf mich. Bitte nicht. Das sind mir ein paar zu viele. Wenn die ganze Truppe hinter mir ist. In dieses Gebäude können wir rein, da wollte ich gleich rein. Oh, hier ist noch eine Höhle, cool. Und du bist Toy Agumon. Hallo, Toy Agumon. Bitte hilf mir. Ah, ich bin Toy Agumon. Mein Freund Mozaemon hat mit mir gespielt. Aber Mozaemon, er ist heimgegangen und hat meinen Körperbaustein mitgenommen. Und ohne den Baustein also kann ich mich nicht so gut bewegen. Ich bin schon so lange hier. Also kannst du mir bitte meinen Körperbaustein von Mozaemon zurückholen? Ah, kein Problem, mach easy. Oh, vielen Dank. Mozaemon ist irgendwo hier im Knochenresort. Knochenresort, das war das Richtige. Bitte geh zu ihm. Okay. Ich möchte zuerst mal hier reingehen. Grüner Premiumraum. Achso, hi. Ehrlich gesagt möchte ich gerne was versuchen. Man muss an euch auch vorbeikommen können, ohne gegen euch zu kämpfen, ne? Ich möchte nämlich volles Leben haben, wenn ich zum Mozaemon gehe. Wer bist du? Was willst, willst du mit mir spielen? Gib Toy Agumons Baustein zurück. Nee, will ich nicht. Das ist ein Geschenk von meinem Freund. Das ist mein Schatz. Das ist mein Schatz. Also nee, mach ich nicht. Du hast erzählt, dass es sich Toy Agumon nicht bewegen kann. Hm, was sagst du da? Der Baustein ist abgegangen, als ich mit Toy Agumon gespielt habe. Also habe ich ihn mitgenommen. Stimmt schon. Er hat mich lange nicht mehr besucht, aber ich wusste ja nicht, was passiert ist. Tut mir leid. Hm, tut mir leid. Man sieht meinem Gesicht nichts an. Aber das heißt nicht, dass es mir trotzdem nicht leid tut. Ja. Hey, wollen wir Freunde sein? Ich gehe in die Stadt zurück. Tschüss. That was easy. Ich musste nicht mal gegen euch kämpfen. Lappen. Ahaha. Aber ich würde gerne mit dem Zuckermann noch reden. Einfach nur so. Mann. Sorry. Ich hatte gerade irgendwas im Hals. Mann, ist immer noch nicht Zahltag? Wieso Zahltag? Naja. Zwei gratis Digimon. Wieso nicht? Lass mich in Ruhe, Zuckermann. Hast du meinen Körperbaustein? Ja. Da, danke. Nun muss ich nur noch den Baustein hier feststecken und dann... Und schwupp, ich kann mich endlich bewegen. Ich mag zum Dank in deine Stadt gehen, habe ich gerade so beschlossen. Aber dieser Mozaemon, so rücksichtslos von ihm. Muss nächstes Mal vorsichtig sein, wenn wir spielen. Ja, easy going. So, jetzt gehen wir nach oben. Da war noch ein anderes Ausrufezeichen. Haben wir die untere Stadt auf jeden Fall abgeschlossen. Ich musste nicht mal gegen diese Lampen da kämpfen. Die es sehr eilig haben, gegen mich zu kämpfen. Alle auf einmal. Nice, Mitri. Das kann ich alles sehr gut gebrauchen. So, Regi wird bald krank. Die Höhle, ich habe die Höhle vergessen. Fuck. Warum kann ich hier hinten lang gehen? Ist da irgendwas Besonderes versteckt? Ist da vielleicht dieses Teil, was der Typ sucht? Nein. Leider nicht. Muss er immer noch dieses Ding suchen für den Typen. Naja. Gehen wir erstmal hier rein. Leichenweg, okay. Hört sich ja nicht so nett an.
Ready? So, essen wir erstmal. It's chow time. Na gut, kämpfen wir gegen zwei von denen. Nur ist ein easy Kampf, Freunde, ist ein easy Kampf. Die können nichts. So, machen wir direkt mal die erste Ulti klar. Damit wäre es nur reinzukommen. Gigaschlag. Ja, den hat's zerfetzt. Jetzt muss ich nur irgendwie Rosemond hinkriegen, dass ich sie irgendwie timingmäßig gut erwische. Ey, das war Timing! Das war richtig gutes Timing mit Rosemond. Ich verstehe Rosemond nicht, ey. Hercules Kaputere macht da gleich schon wieder seine nächste Ulti, ey. Guckt's euch an, der Typ ist krass! Oh, geht noch nicht. Okay, bei Rosemond können wir es anscheinend vergessen, irgendwie mal die Ulti zu machen. Weil timingmäßig krieg ich es bei ihr einfach nicht geschissen. Gigaschlag! Ein Lachapfel, cool. Ja, habt ihr gut gemacht, komm. Sammeln wir erstmal das Zeug hier ein. Dann reden wir mit den beiden Guffelnasen. Hey ho, ich bin Teriamon. Und ich bin Lopmon. Willkommen zu unserem Quiz. Das Quiz besteht aus drei Fragen. Wenn du sie richtig beantwortest, tun wir, was du willst. Okay. Klingt interessant. Dann versuch's doch mal. Klar. Super, also da fangen wir mal an. Frage Nummer 1. Wie nennt man dieses Gebiet? Knochenrisotto, Knochenresort, Knochenresort. Küchenresort, ach so, Knochenresort. Ganz genau, aber was? Aber das war nur die Aufwärmrunde. Der Rest ist nicht so einfach. Auf zur Frage Nummer 2. Wie viele Hörner haben Lopmon und Teriamon zusammen? 4. Schon wieder richtig, wir haben hier ein Superhörn, Teriamons Horn plus die drei von Lopmon machen 4 Hörner. Das war doch nicht schwer. Also gut, nun kommen wir zu unserer letzten Frage. Uiuiui, ich bin schon ganz aufgeregt. Also aufgepasst, hier kommt Frage Nummer 3. Wer ist nicht braun, Teriamon oder Lopmon? Wer ist nicht braun? Lopmon ist nicht braun. Das ist zu schade. Aber unsere Türen stehen immer offen. Komm wieder, wir versuchen es nochmal. Okay. Klar. Okay. Knochenresort. Ganz genau, aber das war nur die Aufwärmrunde. Ja, ja, weiß ich Bescheid. Auf zur Frage Nummer 2. Wie viele Hörner? 4. Okay. Teriamon. Richtig, ganz genau. Ich, Teriamon, habe kein braunes Fell. Der sieht lila aus. Was, wollt ihr mich verarschen oder was? Du hast braune Stellen. Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Glückwunsch. Wie versprochen, tun wir jetzt alles, was du sagst. Was soll es sein? Werdet Bürger der Stadt? Nee, ist mir egal, irgendwas. Werdet Bürger der Stadt? Wird erledigt, weil du so nett gefragt hast, schließen wir uns der Stadt an. Das wird sicher ein Spaß mit den ganzen anderen Digimon. Mann, tut, was man kann, Mann. Wir sehen uns dann in der Stadt. Tschüss. Oh, wir haben so viele neue Digimon in der Stadt. Krass. Ja, ich hab die. Wie langsam bist du denn? Ich verarsch dich. Oh, schade. Ich habe ihn gerade übelst verarscht. Ich glaube, Rosemon braucht einfach nur andere Attacken, die ich besser irgendwie kalkulieren kann. Ulti-Zeit! Kassiert! Shake it off. Good hit.
Wir gehen langsam die MP aus, merke ich gerade. So, was haben wir hier am Ende? Zum Friedhof. Okay. Du willst doch gar nichts von mir, Dude. Du willst doch gar nichts von mir. Siehst du? Ich habe nicht genug MP für euch alle. Ja, komm, das kriegen wir trotzdem hin. Wir greifen mal zwei auf einmal an, komm. So, Ulti Spaß. Achso, kann er noch nicht. Ja, cool. Kannst du jetzt langsam? Nein, immer noch nicht. Kannst du? Nein, auch noch nicht. Ah. Wieder? Ach, 49? Ach Gott. Ah, ist das schrecklich. Na komm, Ulti-Zeit. Dornpeitsche. So. Warum kannst du den Ulti nicht schmeißen? Doch, er braucht sie. Er braucht sie ganz dringend. Ich glaube, das war eine normale. Jetzt ist er gestorben. Ich habe... Oh nein. Oh Gott. Ich habe keine Rectis dabei. Oh Gott. Ich habe nur billige MP-Dis. Sie ist erschöpft. Oh Gott, nein. Jetzt sterbe ich wegen der billigen Scheiße? Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Ich habe einfach keine MP und meine MP reguliert sich so langsam. Ja, komm. Hilft dir alles nichts. Hey. Ruhen wir uns aus und dann müssen wir sowieso fast schon schlafen, ne? Dreck. Er konnte einfach seine Ulti nicht schmeißen. Was soll denn das? Wollt ihr nicht langsam schlafen gehen? Normalerweise geht ihr auch immer um 20 Uhr schlafen. Was ist denn los mit euch? Die Schlafenszeiten haben sich geändert von denen. Lol. Aber wahrscheinlich 24 Uhr, ne? Ja. Ready? Sleep well. Hey. Ja gut, Items, Medizin. Wie hat sich nicht gebessert? Ah. Ja, dann gehen wir zurück. Bullshit. Bullshit. Egal, gucken wir uns mal an, was wir alles Neues hier haben. Dann können wir immer noch rüberfliegen. Wieso hat mich Chichi mal nicht gerufen? Na gut, gehen wir erstmal zum Arzt. Ich gehe ja schon zum Arzt mit dir, meine Fresse. Ich weiß, warum wir von Chichi mal nicht gerufen worden sind. Wir haben bestimmt eine E-Mail von ihm erhalten. Mehr Bausteine bringen dann das hier, das, 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 das,
Das. Nö, irgendwie nicht. Naja, egal. Gut, ich würde sagen, neuer Tag, Besuch beim Dojo. Er meint natürlich Börse, aber ich musste gerade niesen. So. Ja, Marktpreise sehen immer noch nicht wirklich gut aus. Ach, ich habe Gigimons Haus verbessert. Stimmt, da war was. Na gut, gehen wir mal zu ja, wir machen es mal spannend. Gehen wir kurz zu den Feldern. Wir können Fleischbrocken züchten. Fleischwürfel können wir jetzt auch züchten. Menge 1. Ach du Scheiße. Seltsames, viereckiges Fleisch. Etwas für Kenner. Und gefleckte Tomate können wir jetzt auch züchten. Cool. Kriegen wir sogar 3. Aber 2 Tage dauert das. Fleischwürfel dauert auch 2 Tage. Und wir kriegen nur 1. Alter. Ah, Rossmann. Hey, so ein schönes Haus. Endlich keinen Sonnenbrand mehr. Was? Photosynthese? Kein Problem. Hin und wieder gehe ich heraus. Also, wenn du mal was brauchst, kann ich dir helfen. Ich soll etwas für dich suchen, ich kümmere mich drum. Aha, du suchst mir auch Materialien. Krass. Okay, hallo. Ich suche noch. Ja, ich sehe, wie du suchst. Okay, gucken wir erstmal, was wir brauchen. Halt, hier steht noch Vegimon, ne? Haha, dieser Ort gefällt mir. Es gibt nicht viele Stellen, an denen der Boden so gut ist. Es ist einfach ein gutes Gefühl, hier zu sein. Ich will diesen Boden auf meinem ganzen Körper spüren. Ich krieche hinein. Wenn ich tief im Boden bin, musst du nach mir sehen. Ich hoffe, ich kann auf deine Hilfe zählen. Ich habe Arbeit vor mir. Haha, du hast eine Aufgabe für mich, ganz bestimmt. Achso. Gemüsejagd. Ist ja verrückt, was die hier alles machen. So, Digimail. Wir brauchen... nein, hilf mir. Statt Sandsäcken bringen wir bitte 20 Fleischbrocken. Yo, yo, yo. Okay. Fleischbrocken. Das dauert 4. Wir kriegen 8 raus. 2 Tage sind 16. 2,5 Tage. Okay, Digimons Haus. Gucken wir mal rein. Digimon ruft. Du bist zurück, Zero. Ich habe gute Neuigkeiten. Vegimon ist nach Floatien zurückgekehrt. Es ist ins Landwirtschaftsviertel gegangen. Der Boden dort ist richtig gut. Der Boden, bitte. Lilimon ist nach Floatien zurückgekehrt. Es ist ins Landwirtschaftsviertel gegangen. Es macht immer nur, was es will. Was es wohl diesmal vorhat. Teriamon ist nach Floatien zurückgekehrt. Es hat Wind vom Restaurant gekriegt und sich dort auf den Weg gemacht. Hoffentlich will es da nicht nur futtern. Lopmon ist nach Floatien zurückgekehrt. Es ist ins Restaurant gegangen. Ich glaube nicht, dass es dort nur essen will. Bestimmt möchte es da arbeiten. Teuergebot ist nach Floatien zurückgekehrt. Es ist ins Casino gegangen. Mit dem Spaß haben kennt es sich super aus. Monsterebot ist nach Floatien zurückgekehrt. Es ist ins Casino gegangen. So wie es aussieht, ist es da am besten aufgehoben. 45 Wohlstand. Casino? Was zur Hölle ist ein Casino? Casino, Unterhaltungsviertel. Ha, hallo, schön dich wiederzusehen. Ich bin hier ein Spielautomatenpartner, wie ein Instrukteur. Komm, gern spielen wir. Okay. Willst du mein Dreifachwurf-Wurfspiel ausprobieren? Kostet nur 100 L. Okay. Es kostet 100 L oder wenn du das nicht hast, nehme ich auch 1000 Bit. Aber du hast wohl genug. Fangen wir an. An die Würfel, fertig, los. Ich habe 6 und 1, macht insgesamt 7. Du hast 2 und 6, ergibt also 8.
Na gut, ich würfel nochmal. 6 und 1 gleich 7, noch ein Wurf gegen 2 und 6 gleich 8. Was willst du machen? Nicht nochmal würfeln. Also gut, fangen wir an. Ich habe 6 und 3, macht insgesamt 10. Du hast 2, 6 ergibt also 8. Ach, das ist 21. Du Drecksack, spielen wir nochmal. Also, er hat 3. Ich habe 11. Okay. Also, er hat die 4 und die 2. Wenn er eine 4 bekommt, hat er mehr als ich. Ich würfel nochmal. Ach, das ist 15 noch. Hallo, du scheinst sehr gut gelaunt zu sein. Ich arbeite hier. Ich spiele nicht nur einfach herum. Möchtest du mein Dreifachwurf-Würfelspiel ausprobieren? Kostet nur 300. Nein. Wie lauten die Regeln? Zuerst werfen wir beide 2 sechsseitige Würfel. Na, dann kann ich noch einmal würfeln. Dann kannst du noch einmal würfeln. Dann würfeln wir gleichzeitig mit 3 Würfeln und zählen die Augenzahlen zusammen. Die höchste Summe gewinnt. Ein paar Ausnahmen gibt es allerdings. Wenn deine Gesamtsumme 15 oder höher beträgt, verlierst du. Wenn deine Würfel die gleiche Zahl zeigen, hast du eine sogenannte Schnapszahl und gewinnst. Wenn beide Spieler Schnapszahlen würfeln, gewinnt die höhere Zahl. Würfeln wir beide die gleiche Schnapszahl, gewinnst du. Würfeln wir beide 15 oder höher, ist es unentschieden. Das sind die Regeln, also willst du spielen? Nein. Ich will nicht spielen. Ich will spielen, komm. Das ist mir ein bisschen billiger. Fangen wir an. Also, 4, 5 macht 9. Du hast 5, 6. Ich würfel nochmal. Meine Gesamtsumme ist höher. Ach. Komm her, ich will es nochmal machen. Also, 6, 2 sind 8. Ich hab 5, okay. Ich würfel nochmal. Wow. Wie soll man denn da gewinnen? Das ist Betrug. Ich habe 5 und 1, insgesamt 6. Du hast 2 und 6. Ja, ich würfel nochmal, definitiv. Ja. Was kann ich jetzt mit dem Zeug machen? Hier ist keiner. Voll für den Arsch. Ich hab gerade einfach mal, wie viel habe ich verloren? 3000? Entertainment. Das Kolosseum ist leider noch leer. Schade. Na gut. Soviel zum Unterhaltungsviertel. Moment. Was hast du nochmal gemacht? Stimmt, du warst ja auch noch hier, ne? Ich bin ein Schatzsucher. Suche eine Option aus. Anfängerkurs, mittlerer Kurs. Habe ich kein Geld mehr? Achso, ich wollte schon sagen. Ah, das ist der Schatzsucher, okay. Ja, ansonsten haben wir noch Teriamon. Im Restaurant. Was geht, Zero? Ich arbeite Teilzeit im Restaurant, ist das nicht cool? Willkommen, möchtest du einen Shake? Flohbrause? Okay. Okay, wir haben Flo Shake. Okay, gib mir ein bisschen Happiness. MP-Wiederherstellung, Digi-Freunde. Flo Latte. bisschen mehr MP. Happiness, Sättigung. Flo Obstkuchen. Oh, das ist nicht schlecht. Kostet aber 3000 Bit. Okay, Gewicht plus 3 ist nicht schlecht. Fantastische Schokolade. Aha, hier verliere ich meistens meine Disziplin. Und ich wette, bei ihm bekomme ich Disziplin.
So, Morgensuppe. Ne, ich verliere auch Disziplin hier. Ach, das ist mir die TP-Schiene, okay. Hier bekomme ich TP. Eimer mit gebratenem Gemüse. Ah ja. Aber ist hier recht billig dafür, dass man 250 TP bekommt. Und man verliert 5 Disziplinen. Das ist nicht schlecht, das ist richtig gut. Okay, das finde ich gut. Ja, so viel dazu. Ist jetzt nicht der Oberhammer, was wir bekommen haben, aber naja. So, ich müsste mir Medizin organisieren, ne? Was? Das kannst du voll knicken, ey. Alter. Ja, also ich würde sagen, wir müssen hier eigentlich 3 Tage jetzt überdauern. Wir können nämlich nicht viel machen. Oder wir können zum Modschiff gehen. Wir können zum Modschiff gehen und Gartumons Dinger sammeln, ne? Stimmt, da ging es ja auch noch weiter. Mit Ikakumon dürfen wir uns natürlich nicht anlegen dabei, aber... Pustekuchen. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, dann... Swing and a miss. Again. Schlag und daneben, schon wieder. As far as I can tell, we've tried just about every piece of transmission equipment now. Soweit ich das überblickt habe, haben wir jetzt jedes Übertragungsgerät einmal ausprobiert. Ich glaube, wir waren jetzt überall abgesehen von den Orten, in die wir nicht reingekommen sind. So wie es aussieht, gibt es keine Möglichkeit, zur realen Welt Kontakt aufzunehmen. Alter. Tut mir leid, aber das geht nicht. Ich meine, wie sieht dieses Ding überhaupt aus? Boah, ich kann da gar nicht hingucken, ey. Jetzt sag's mir schon, Himari, warum willst du unbedingt Kontakt zur realen Welt aufnehmen? Na, weil... Ach, da bist du ja, Zero. Wie läuft's bei dir? Hast du schon ein paar Einwohner für die Stadt gefunden? Yep. Ja, wir versuchen die digitale Welt zu retten, oder etwa nicht? Hey, Zero, willst du jemals wieder zurück nach Hause in die reale Welt? Aber vielleicht geht's mir hier besser. Was? Ich? Das liegt daran, dass... Never mind. Forget it. Talking about that now won't solve anything. Egal, vergiss es. Jetzt darüber zu reden, bringt uns nicht weiter. We'll never be able to patch up these network outages if we don't find out about the BH program and move forward. Wir werden diese Netzwerkausfälle nie reparieren, wenn wir nicht mehr über das GH-Programm herausfinden. I understand. I get it. I really do. Verstehe. Kapiert echt. Let's take a break, Himari. You seem pretty worn out. Lass uns eine Pause einlegen, Himari. Du wirkst ziemlich erschöpft. Yeah. Thanks. Not that our bodies can get tired in this world, but... Ja, danke. Unsere Körper können zwar in dieser Welt nicht müde werden, aber... I think I'm kind of emotionally exhausted. I could use a little change of pace. See you later. Ich glaube, ich bin irgendwie emotional erschöpft. Etwas Entschleunigung würde mir gut tun. Bis später, Zero. Dringend, kehre in die Stadt zurück. Zero, wir haben ein Problem. Du musst sofort herkommen. Oh, Freunde, es geht mit der Hauptstory weiter. Wir sehen uns morgen zur Hauptstory wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Und denkt dran, wenn euch die Folge gefallen hat, ein Daumen nach oben ist ganz, ganz wichtig. Tschüss.